Willkommen zurück zur Folge. Wir machen weiter Wotelka Wottelka, ja. Dungeons. Und zwar kommt jetzt Tomutka Tatma, also Oculus und Hallen der Blitze sind in der engeren Auswahl. Hast du gerade Oktopus gesagt? Nein, Oculus, nicht Oktopus. Der Oktopus. Cool. Du guckst nicht so viele Animes, dann denkst du nicht so oft an Oktopus. Alter! Ich guck das nicht mehr. Octopussies, Alter. Octopussy, Alter, ja. So. Beitritt als Gruppe. Auf jeden. Beitreten. Ach ja, ich muss ja sagen. Also meinst du, by the way, der Transmog-Name Golden Jesus passt? Golden Jesus bei dir? Hm. Irgendwie schon, ja. Ich finde diese Robe gut. Wo ist sie her? Die Robe, das ist eine einfache Northrend-Robe. Also die kriegst du in Northrend durchs Questen irgendwo. Ey, die sieht echt gut aus. Heilige Scheiße. Die hat's. Ja, wie gesagt, wieder auf letzte Sekunde. ich bin ja so ein absoluter Fan davon, aus einfachen Teilen schöne Transmogs zu machen. Ja. So, Detti, wie findest du unsere Transmogs? Guck mal. Warte, ich nehme erst die Quest an, dann gucke ich. Williams, Moment. Ja. Ist das ein Set? Nicht ganz. Weil Teile vom Set, also einige, aber es sind auch noch andere passen dabei. Okay, und Thomas, der Führer. Ja. Hieß Herr Zams, ne? Ja. Jetzt musst du dir auch bald nochmal wieder irgendwann ein neues erstellen, wenn du einen cooleren Schild hast. Wir müssen das Bollwerk von Asinoth, müssen wir bei dir holen. Ja. Weiß ja auf dem Gnom so interessant aus. Ja. Oh nein, ich erinnere mich wieder. Ach ja, der Hallen des Lichts, Mann. Ja, aber Hallen der, des Lichts. ich weiß nicht, der eine Elementar-Boss war richtig beschissen. Und zwar hatten wir da sogar im LFR damals Probleme, im LFG. Müsste der zweite sein. Der erste kommt ja jetzt direkt hier. Alter! Blade Storm. Sorry. Aber jetzt sehe ich auch aus wie ein Warmaster. Eigentlich ist der Helm, den ich vorher hatte, auch ja. voll der Rektag-Helm. Das ist ja Ja. der Helm von Rektag. Aber der kommt nämlich jetzt hier lang. Was macht ihr da? Oh. Oh Gott, Leute. Don't split the party. Ich hab doch gesagt, hier lang, weil der Boss kommt jetzt gleich hier hin. Bin schon da. Ach, wir haben einen Subtlety Rogue dabei. Sehr gut. Ein Ork, der ein Subtlety Rogue ist, meine Güte. Ein Ork? Das ist ein Ork. Was? Ach, Ork Paladin. Nein, Ork Rogue. Nee, der Das ist eine ein Typ heißt Ork Menschenschurke, der ist. Paladin. Ork Der Paladin, ich spiele Gnomexenmeister heißt Ork Paladin. Ah, okay. Cool. Ich muss ja sagen, diese Sturmgeschmiedeten finde ich sowieso mega cool. Also diese Earthen. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich bei diesem Und Boss da ist auch er. gewiped bin. Ja, so schwer ist der aber gar nicht, solange man vernünftig die Er macht Axt auch spielt. Whirlwind, oh mein Gott! Beyblade, let it rip! Stärker als der Sturm! Okay. Fucking Ich shit! mach Geist, ich mach Release, bitte. Renne. Nice. Oh, ich hab einen Krampf in der Hand. Oh. Er hat Sehnscheinentzündung! der noch. Sehnscheinentzündung! Der hat keine Erzwingung.
dann spät den. Oh, der macht. Oh. Der macht ordentlich Schaden. Ja. Oh, fuck. Immer die Sturmgeschmieden ballern, sonst die Waffen dem. Ich glaube, den habe ich gerade gepult. Ja, nach dem Boss muss ich recken. Okay. Vorsicht, aus dem Bladestorm raus. Sehr gut. Fuck. Verfehlt. Ja, ich bin bei 28% Mana. Die Gemeinschaft der Healer sagt Miserable Life out of Mana. Ja, der Schurke hat gepult. Reck dich erstmal, lass ihn verrecken. Ja. Ich will ihn zumindest nicht großartig helfen. So. Hast du kein Werkzeug? Nein. Oh, ich hab was. Hier. Und. Oh, warte. Da. Oh, schön. Fetter Mana-Trank. Genau, direkt 30% weg, kannst weitermachen. Okay. Hat er sich verwandelt in ein. Wie der zum Schleichen aussieht. Schön. Cool. Die Aggro nicht wieder, verfluchte Kacke. Sorry. Ah, jetzt geht's. Ich muss eh gerade die Kippe aus. Woher weißt du das, dass ich die gerade ausgemacht habe? Nein, ich musste gerade die Kippe aus. Ach so, dann haben wir jetzt gleichzeitig die Kippe ausgedrückt. Wow. Fühl mich dir sehr verbunden, Desi. Ja. Auf jeden Fall, wir sind Soulbound sind wir. Wir sind Soulbound. du wirst ja beim Anlegen gebunden, ne? Ja! Eigentlich ist sogar der perfekte Boardfitz ein Ehering, weil der wird. Der ist beim Anlegen bindend. Ja. Oder? Ich meine, ich bin da jetzt nicht so der Freund der Ehe, aber trotzdem, das ist trotzdem lustig. Ey, wer zieht denn hier die ganzen Viecher? Ja, aua. Immer wieder der Heiler, ey. Unfassbar. Lächerlich, ey. Die sind mir nachgeschlichen, du. Schlacke. Der Heiler wird von Schlacke verfolgt. Da kommt schon noch einer. Die spawnen die ganze Ach Zeit. So, wir sollten vielleicht mal durchrennen einfach. Pull die mit. Sie kommen dem Wichtel hinterher, oh mein Gott. Guck mal, du hast die Aggro gehalten. Weil ich ein nicer Dude bin. Weil du ein nicer Dude bist? Ja. So, hier rum, weil die linke Tür sich nämlich gleich öffnet. McDonald's, ich liebe es. Schleichwerbung. Weißt du, obwohl ich McDonald's nicht mehr mag. Das ist widerlich. Das ist jetzt Anti-Schleichwerbung? Wir werden jetzt von McDonald's Gegnern bezahlt. Das ja. ist ein Schmähgewicht. Burger King. Geschmack ist Rind.
Um ehrlich zu bleiben, weißt du? Geschmack ist Fleischpaste. Und Berfingrillen erklänzt, die machen die besten Döner. Was? So, jetzt krieg ich meinen Epic Mount umsonst. Warrior haben ab sofort Epic Mounts. Die bekommst du ab 80. Ey, Alter, ohne Scheiß, Daddy, ich freue mich schon echt auf das Class Order Mount, das wir bekommen. Das sieht ja wirklich awesome aus. Ich hab das mit meinem Warrior immer noch nicht geholt. Ja, du kriegst eine geile Eule, ne? Oh mein Gott, die kriegen richtig coole. Das Problem ist, ich habe keinen Bock, die verhärten Küstenquests zu machen. Die kotzen mich einfach nur an. Das Meinst du die Questlines? Ja. Weil ich hab ja meinen Alliance Warrior auf 110 schon. Und ich hab die auch schon zur Hälfte fertig, aber dann Netersplitter sammeln. Und nachher die Manne der Sentinax. Zum Kotzen. Ja, Juti, ne? Ich muss sagen, ich hab die jetzt schon so lange nicht mehr gemacht. Da geht das schon beinahe wieder. Nein, ja, nein. Weil das erstens, das ist pures, also das schlimmeres Grinden als Nether Drake. Und dann schaltest du die ja nur alle Tage frei. Oh, die Dinger haben gerade Schaden gemacht. Ich habe mich mal eben selber durch mein Trinket. Ja, ist Volkan ist down. Oh, Hosen. Für Azeroth und meine Hosen. Für Azeroth. Azeroth. Guck mal, da vorne ist dieses Sternbild, das ist ein Tauren mit einem Schwert, was man haben kann. Das ist, glaube ich, die Klinge Ymirons. Irre. Spielst du schon wieder dieses World of Warcraft oder wie das heißt? Du musst dich mal davon loslösen. Oder willst du zum dritten Mal sitzen bleiben? Nein, Mami. Nein, Mami. Ups. Vor allem, dass du die ganze Zeit, wenn der redet, dass die ganze Zeit im Hintergrund Rammstein läuft. Ja. Weißt? Und mach diese Rammstein-Musik aus, du terrorisierst die Nachbarn. Du terrorisierst unsere Nachbarn. Ja, pullt mehr. Stimmt ja, du bist tot. Scheiße. Ach, stimmt ja, woran hast du es gemerkt? An dem riesigen Geistheiler eventuell? Ja. Und weil auf der Gruppenleiste steht tot. Du hast mich mit einem Lebensstern versehen. Cool. Oh. Aber Ork-Paladine können das gar nicht. Orks können auch keine Paladine sein. Ich glaube, der Typ hat gehackt. Bin ich legit von überzeugt. Besonders ein Ork-Paladin mit einem Lebensstein. Geil. Mit einem Lebensstein. Der ist ein Medi. Warum steht, dass wir gefiert sind, obwohl wir nicht gefiert sind? What the shit? Da kommen noch welche von hinten, wa? Ja. Oh, die sind aber die schlimmsten. Ja, ihr zwei kennt euch ja sowieso damit ganz gut. Ja, natürlich. Ja. Gar nicht leugnen, einfach sagen ja. Wozu leugnen? Wir sind 2018, ja. Yo, ist das voll normal? Homosexuality is completely accepted, man. Ja. Oh, jetzt bin wir gefeiert. Nö, immer noch nicht. Und so bei der CDU. Ja, das ist schon. Alter. Das ist schon komisch, ne? Dass bei der ihrer Meinung nach fortschrittlichsten Partei plötzlich Homosexuelle nicht so akzeptiert sind. Aber Merkel hat ja gesagt, ja, das ist ja nicht ihre Meinung, aber man kann das gerne wählen. Nö. Genau. Hat sich damit jegliche Integrität einfach komplett versaut. Im Nachhinein hat sie eingeführt, als damit sie den Wahlkampf gewinnt. Ja. Ja, das hat die Merkel eingeführt. Aber die Diskussion hatten, also was heißt großartige Diskussion, da haben wir ja schon mal gequatscht. Ob jetzt dieses Mittel den Zweck dann heiligt, weil ja Legalisierung, also was heißt Legalisierung, weil halt jetzt nicht es nicht mehr Partnerschaft heißen muss, sondern Ehe. Ja. Weißt du? Ja, theoretisch. Weil es ist gut, dass sie es durchgebracht haben, aber unter welchen Umständen ist halt nicht so geil. Ja, okay, aber im Endeffekt ist es dann ja egal. Ja, Hauptsache es ist durch. Das ist auch so, auch wenn dadurch Merkel leider eine erneute Legislaturperiode hat.
Also, manche hoffen ja auf Neuwahlen, andere hoffen wiederum auf... Neuwahlen, die würden eh komplett aus. Die würden auch komplett genauso aussehen wie vorher. Nur mit einer stärkeren AfD. Ja, das glaube ich allerdings auch. Oh mein Gott, auseinander, auseinander. Ja, es ist schlimm, dass man sich zwischen Konservativen und Rechten entscheiden muss. Okay, wer hat's alles überlebt? Ich habe überlebt, ganz knapp. Wo bist du? Ah, da. Hier. Heal. Ich kann dich nicht heilen. Bleib stehen. Danke. Beziehungsweise AfD ist ja nun nicht mehr rechts, die sind ja schon diktatorisch. Fuck! Was ist mit der AfD? Die sind ja schon diktatorisch. Ja, du, die bezeichnen sich als Rechtspopulisten, aber spätestens seit dem KZ-Paragraphen sind das für mich einmal freie Nationalsozialisten. Ja. Ich bin tot. Tot. Den meinte ich. Den Boss? Mhm. Der ist hart. Holy shit. Rest, please. Bei Quest können wir sowieso schon abgeben. Lightning Infused Mantle. Oh. Oh, der Rogue ist raus. Schade. Oh, das sind solche von wegen ein Wipe und dann raus. Oh, ich habe super geile Schultern gekriegt. Hä? Der ist auch raus. Weitermachen trotzdem. Assholes. Was? Ein Wipe und draußen? Geil. Okay. Das sind Leute, die sind jetzt im neuen Leveling-System richtig auf die Schnauze gefallen. Ja. Oh, zwei sind wieder da. Ah, sehr schön. Wieder nur Frauen. Vielleicht schaffen wir es ja dadurch. Naja, das eine ist ein Wolf. Warte mal, die sind beide Range, ne? Oder? Ja. Schamane und Mage, glaube ich, beide. Ja, aber der Schamane, wenn... Ja, nee, der ist Verstärker. Okay. Ah ja, Enhancement. Weil ich glaube, hier haben Melis große Probleme. Weil ihr könnt ziemlich weit wegstehen von den Viechern. Diesen Drecksdinger da, von diesen Blitzteilen. Och jo. Mensch, ist das ein langer Weg, du. Ich finde den Dungeon eigentlich ganz cool. Und der ist auch wieder was schwerer. Ja. Ja, aber das ist ja bei den WOTLK Dungeons ja jetzt schon gesehen. Da ist ein signifikanter Unterschied drin. Mhm. Okay. Soll ich umspecken auf Juli vielleicht mal? Habt ihr euch mal die Rohbahn geguckt? Die Schultern? Welche? Warte. Die hier, die ich gerade gekriegt habe. Im Gildenchat. Sind irgendwie cool. Mhm. Die passen auch nicht zu dem Set, das ich gerade habe, aber zum Priest-Set sicher. Das ist so ein Titan Loken-Schultern, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also wenn die Funken auftauchen, müssen wir auseinanderrennen. Genau. Da müssen wir einfach aufsplitten oder einfach wegrennen, was sagst du? Aufsplitten und wegrennen. Okay. Damit, also. Meinst du, wenn die weit genug auseinander sind, dass die dann wie heißt es, dass sie dann aufgegeben werden, oder? Nee, die haben ihre Zeit, aber wir kriegen nicht mehr so viel Schaden, wenn wir auseinanderstehen. Und am besten ist natürlich, wenn wir keinen Schaden bekommen, ist, da sollten wir wegrennen vor denen. Okay. Wir haben jetzt einen Mage, der macht das. Ich zieh den mal nach hinten, damit wir weiter weglaufen können. Weiter weg. Okay. Aufpassen mit den Blitzis. Ja, ab 50% macht er das. Ab 50%. Genau.
Jetzt macht er Dispersion auseinander. Einfach laufen. Die Verfolgung ist 15 Sekunden lang. Wir haben jetzt 7 Sekunden, 8. Die zählen ja wie Spinnen. 11, 12, 13, 14. Guck dir diese Beine 15. an. Oh. So. Ist das schlimm. Oh, ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Arachnophobie. So. Und wieder ran. Das war gut. Ja, das war sehr gut gemacht. Ich habe einen Totenkopf über meinem Schädel. Vielleicht zu dieser Position rennen oder so, keine Ahnung. Nein. Achso, nein, der Mage hat sich selber anscheinend einen Totenschädel genommen, oder? Wir haben gerade bei diesem Bock eine wirkliche Taktik eingesetzt. Also auch wenn es eine relativ einfache Taktik war. Es war eine Taktik. Guck mal. Ja, ne, wir haben gesehen, was der Fehler war und haben ihn korrigiert. Korrekt. Ja, so geht das. Autsch. So geht das, Leute. So, bitte lasst euch nochmal heilen. Jo. Oh, meine Hand ist trocken, Alter. Ich glaube, die fällt gleich auseinander. Trockene Hand? Ja. I'm ready. Jetzt werde ich vom Loch gezogen. Ja, Locken. Locken. Oh geil, der Typ hat das Stun-Totem, das ist sehr schön. Ich kann mich bewegen. Agro, au. Nee, da hat das von. Das war nur der Ram. Au! Aber nächste Tür. Unhöflich hier. Das war ein Rammstein, war das. Ein Rammstein, ja. Rammstein. Alter, besonders er hat mich gerammt und es war ein... Okay, ich sehe, what you did there. Alle wieder da? Ich, ja. Hier klären wir die jetzt einzeln, weil die großen ein bisschen... Es ist immer sehr schön, wenn die Schamanen ihr Stunt-Tote benutzen. Sehr gut. Ja. Außerdem, weil es einer der besten Stunts ist überhaupt. Fetter AOE-Stun. Der 5 Sekunden lang geht. Echt hart. Obwohl das Earthgrab-Totem auch echt gut ist. Guck mal die Liste im Recount an. Einfach wie viele Charaktere da drin sind. 7. Du stehst ja auf Platz 1, nee, auf Platz 2. Aber Orc Paladin ist ja raus. Ja. Ja, der war ziemlich krass, was Damage angeht. Hat auch gut Schaden gehauen, aber hat sich halt verpisst, ne? Wo ist denn jetzt dieser Locken hin? Achso, oh, der ist ja noch ganz weit weg. Der Locken ist noch weit weg. Und vorher müssen wir, glaube ich, noch ein paar Riesen töten. Ja, wir sind ja Gott sei Dank hier nicht in Uldua. Ja, stopp. So. Oh, ich freue mich so sehr auf die Katagangens. Oh ja. Ja. Bin ich auf jeden Fall mit am Start. Ich bin bei absolut allen Dungeons mit am Start, aber ich freue mich echt auf die Ketter-Dungeons. Vor allem die, diese Mine, wie hieß sie noch? Aber in Ketter würde ich definitiv auch ein bisschen leveln, also questen. Können wir auch machen. Warum nicht? Also spätestens hier Shadow Highlands. Ja, aber vorher machen wir erstmal die Hero. Ja, okay, das Schattenhochland will ich halt auch nochmal machen, weil das ist halt nicht tolles Gebiet. Ja. Ja, die Hero-Dungeons von WoTLK machen wir definitiv. Ah, ja, Logo. Die müssen wir auch machen, wir sind ja erst bald 70. Ja, machen wir dann auch die Hero BC Sachen, weil BC? Bekommen wir für die Hero auch mehr XP? Weil Gildenerfolge. Ja, Gildenerfolge sowieso. Das ist mit der Hauptgruppe, glaube ich. Ich glaube halt nicht, dass uns die Hero WTLKs komplett bis 80 boosten, also würde ich sagen, sozusagen
wenn wir alle Hero Virtual Cast durch haben oder gerade kein neues frei, dann BT. Ja. Heroes. Die sollten wir beide zum gleichen Zeitpunkt freischalten. Ach ja, jetzt kommen die Fetten. Oh, diese Riesen sehen so cool aus, ne? Ah, die Stormforge Giants. Ach ja, die siehst du ja das nächste Mal in Stormheim. Hm. Ich glaube, ja, oder? Ja, ich finde nur das Model von denen hier noch cooler. Warum greift der jetzt... Hallo, ich hab doch die Aggro. Warum? Hallo, kommst du? Ja, der greift anscheinend erstmal alle anderen an. Und einer ist tot. Nee, ich hatte die Aggro aber noch. Also durch irgendwas hat er massiv Schaden gekriegt. Oh, jetzt wirft er mich gleich in den zweiten rein. Ich will den eigentlich wegziehen hier. Warte, den brände ich. So, warte, rest mal eben den Charmi, dann können wir direkt an den nächsten. Oh mein Gott, ist euch schon mal aufgefallen, dass der Charmi zwei Schaufeln hat, mit denen er kämpft? Alter, das sieht mit dem Transmog super aus, das Resurrecten. Ah, oh, schön. Guckt euch mal die Waffen von dem Charmi an. So, jetzt. Der kämpft mit Schaufeln des Lichts, Alter. What the fuck? Oder? Ah, also, machen wir. Seht ihr das? Ja, logisch. Schön hochkommen, ne? Weil sonst sieht er uns. Okay. Warte, lass ihn mal reden. Cool aus, wie wir gerade vor dem alle stehen. Hab mal einen Screenshot gemacht von uns vorn. Sah cool aus. Ja, aber erst ein paar Expansions später. Du kannst es doch gar nicht, es kommt noch nicht in dieser Expansion, du Fixer! Boah, Flugzeug, Alter. Alter, hört ihr das? Hallo? Hört ihr mich? Ja. Habt ihr das Flugzeug gehört? Ja. Was für ein Flugzeug? Okay, das ist gut. Warum? Das ist nämlich nicht in der Aufnahme drin, weil hier ein Flug... Ich hab die Kopfhörer auf und noch voller Lautstärke und ich habe das Flugzeug gehört durchs Fenster. Okay. Weil hier in der Nähe die eine NATO-Airbase ist. Raus. Kriegen wir da drin unnötig Schaden? Permanent Schaden. Hm? Ich krieg permanent Schaden durch die Pulsing Shockwave Aura. Yeah! Geschafft, Jungs. Lukens Zunge. Ihh! Da kommt Sturmbote Eldirin. 68. Das sieht voll cool aus. Oh, sehr gut. Arcatras. Magister's Terrace. Culling of Stratholme. Jut. Ja, wir können jetzt auch alle das Ausmerzen von Stratholme machen. Oculus. Yep. Prüfung des jetzt. Champions. Yep. Ja. Oculus, Culling of Stratholme und Trial of the Champion sind die neuen drei. Wobei ich Trial of the Champion nicht mochte. Ja, machen wir aber trotzdem einmal, oder? Ja, auf jeden Fall. Wer ist bereit, bis 11:30 zu verlängern oder so, ne? Hä? Wäre übrigens sogar bereit, auf ein bisschen Schlaf zu verzichten und bis 11:30 zu verlängern, weil morgen ist Mittwoch und Mittwochs ist Arbeit immer chillig. Nice. Weil ich schlafe eben eine Kippe. Ja. Ich auch. Ich mach mir eine. Ich nehme mir eine aus meiner Packung raus, weil ich auch aktiv. So, ich bin raus aus dem Dungeon. Dungeons machen wir heute echt richtig viel Spaß. Ja. Yep.
Im Generellen, ich finde es super gut, dass wir gerade Outland und Northrend nicht questen müssen. Ja. Wenn ich liebe zwar Northrend, die Gebiete sind wunderbar, aber das Questen ist schon irgendwie anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Also ich mag es schon, ich kann mich dadurch quälen, weil ich einfach Grizzly Hills liebe, aber den Rest, ne, sorry. Ich könnte Drachenöde nicht machen, ich könnte die Boreanische Tundra nicht machen, einfach wegen dieses verdammten Gnome-Parts, den wir gemacht haben.